Oh mein Gott, Leute! Creme brûlée! So, Freunde, Mireille und ich gucken jetzt mal nach Hotels in Paris, denn wir fliegen schon nächste Woche. So, Mireille, was wollen wir denn haben? Oh, WC mit Haltegriffen, das brauchen wir. Oh ja, das ist wichtig. Und höheres WC, damit wir nicht immer so tief fallen. Genau. Ja, und da direkt mal ein Spruch zum tief fallen. Wer tief falle, dem sei die Zukunft nicht gewalle. Oh! Und du, Schocker, oh mein Gott! Da ich Heike! Also, hey, ich möchte mit. Mireille, hast du denn schon ein bisschen Französisch geübt? Ah, ja, oui, oui. J'attends les baguettes du salamoua. Je t'aime. Je t'aime, oh, direkt, ich liebe dich, Digga. Nur weil du Baguette kaufst. Wollen wir direkt im Eiffelturm wohnen? Oh ja. Oder im Triumphbogen? Triumphbogen. Oh ja. Hotelausstatt. Ah, Pool. Pool. Ist es in Paris warm? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wo ist, wo ist mein Handy? Hallo und herzlich willkommen. Oh, klasse. Zeig mal. Alter, das sieht ja gut aus. Paris, la mer. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Mireille, wie würdest du Flughafen aussprechen? Warte, sag noch nicht. Halt dir mal die Ohren zu, ich sag schon mal, wie ich aussprechen würde. Flughafen. Jetzt du? Flughafen. Oh, Digga, richtig reingekackt. Flughafen. Ja! Ja, ich war voll auf dem Paris-Trip. Mama, wie sehr freust du dich, dass wir gehen? Alter Mireille, das kannst du doch, oder? Ja, das kann ich sowieso schon. Soll ich da so schon mal hingehen? Ich hab mich schon mal vorbereitet. Rell und ich sagen ja immer Paris Jour d'Amer und wir wollen jetzt mal gucken, was das heißt, ob es vielleicht was heißt. Paris Jour d'Amer. Paris spielt die Mutter. Paris spielt die Mutter. Also, ich sage, unser Koffer ist der 11., der kommt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Zwei. Also ich bin richtig gespannt, wenn das jetzt der 11. ist, mir gleich krass aus. Dann mache ich hier einen Handstand. Drei, vier. Das sind mein Schlafsack. Oh mein Gott! Hier, halt fest, ich mach einen Anstand. Das ist ein Geil. Nur. Oh mein Gott, Leute, das ist einfach der 11. Koffer. Das ist einfach so. Ey, ich raste aus. Wir sind im Hotel. Cool. Oh, Alter, Edelschuppen des Grauens. Oh, Edelschuppen? Wir haben einen Flur sogar, Edelschuppen. Flur? Alter. Oh mein Gott, Herr. Sogar Kaffee. Oh, Alter, wie ein Balkon. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Ey, nice. Wir haben eine Bedouin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das eine Toto 3000? Die haben sogar Shampoo hier, das ist bestimmt richtig gut. Ja, pack direkt ein, direkt klar. So, Mireille, was ist jetzt unser Plan? Ich muss mich erstmal umziehen. Weil so wie ich aussehe, kann ich mich in der Stadt der Mode doch nicht blicken. Nein, los Mireille, zeig mal. Und Hose. Hey, Hose. Aus meinem Schrank selber abgeschnippelt. Ja. Hey. Ach so, echt? Ja. Okay. Oberteil? Bershka, hey. Super. Und Schuhe? Von? Schuhe. Nike, Mireille, du dummes Kind, Alter. Los, Mann, ey. So, Luisa, let's go. Was ist mit dem Scheitel los? Hey. Moment. Los. Ja, wow. Okay, und Oberteil. Keine Ahnung, aus Mireille. Schrank. Woher ist das? Shein. Shein. Hose, Zara. Hose, Zara. Zara, Hose. Hey. Und Schuhe. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Oh, Digga, das ist ja ein toller Outfit ins Buch hier. So, jetzt machen wir Paris unsicher, ey. Guck mal, wir gehen raus aus dem Hotel. Direkt mit Sicht auf den Eiffelturm. Oh, der erste Crepe von Mireille Creme Brûlée. Mireille und ich haben gerade eben Bilder gemacht vom Eiffelturm. Ihr wisst doch, Germany's Next Topmodel, da kommt doch dann immer diese Stimme. Und nur eine kommt auf das... Und nur eine kommt auf das Werbeblatt der Cosmopolitan. Ah, ja, ja. Cassion de vue, l'étoile, Cassion de vie, sous les mains. Leute, irgendwie sind die Ampeln hier ein bisschen komisch, weil es ist zwar grün für uns, aber die gehen trotzdem einfach
fahren und trotzdem einfach los. Zebrastreifen. Also Mama, falls wir nicht zurückkommen, ist nicht wegen Kriminalität oder Flugzeugabsturz, ist wegen war grün und der Bus hat uns mitgenommen trotzdem. So, Mirelle und ich sitzen jetzt endlich im Restaurant. Was heißt, wir sitzen im Restaurant, eigentlich sitzen wir direkt auf der Straße, aber wir mögen das halt so, dieses Riskante, so, ach, gleich überfährt mich vielleicht ein Auto, oder Mirelle? Ja. Ihr Lieben, hier jetzt mal ein kleines Tutorial, wenn ihr euch unsicher in einer fremden Stadt fühlt und Angst habt, gerade wenn es dunkel wird, dann zeige ich euch, wie ihr dem Gegenüber zeigen könnt, dass er euch nicht attackieren soll und auch nicht ansprechen soll. Ich zeige euch das mal. Und zwar geht ihr als Frau dann einfach so. Und am besten macht ihr das auch noch, komm mal her, kurz bevor sie dann an euch vorbeigeht, machst du so. Weil, ja. Dann sind die direkt so, oh, was ist das denn für eine? Das ist ein Abturner, wisst ihr, und deswegen, ja. Also Mirelle, ab nach Hause. Okay. Mirelle, kommst du über sowas eigentlich rübergesprungen? Darüber? Ja. Natürlich. Bist du dumm. Der nächste Tag in Paris. Hey everybody, get up up and... Und wie geht das nochmal? Hey everybody, get on up and dance, everybody. Mein Fuß tut jetzt schon weh. Ja, wenn die wehtun, Mirelle, wir laufen heute viel, dann zieh meine an. Aber meine passen besser. Guck mal, die sind so süß und die sind so... Mirelle, willst du lieber gemütlich laufen oder Blasen bekommen? Blasen bekommen. Mirelle, woher ist dein Kleid? Woher ist dein Kleid? Ah. Oh mein Gott. Mirelle, das muss... Guck schnell rein. Alles da. Los nochmal. Okay. Mirelle, woher ist dein Kleid? Woher ist dein Kleid? Da, oh mein Gott, wow. Ja. Sizem, eifne die. Sizem. Excuse me. Sizem. Sizem, schließe die. Mirelle, das letzte Mal, als wir in Paris waren, wurdest du einfach durch eine Kinderkarre geschoben. Auf richtig entspannt konnte sie in ihrer Kinderkarre chillen. Ich bin 5 Stunden durch Paris mit Flipflops gelaufen, weil mein Vater den Eiffelturm nicht gefunden hat. So, los geht's. Voll komm, Mirelle. Wo kennst du diese Stufen, wo man nicht weiß, ob man jetzt dazwischen 2 Schritte macht oder nur 1? Ja, Mann. Vorsicht, dass du dich nicht maulst. Hey, what up? Do you want some pommes? Some pommes? Alter, hast du gesehen, wie er um die Ecke guckt? Wisst ihr, Freunde, es ist ganz schön schwer, den Reiseführer zu spielen, ne? Wenn man die kleine Schwester an Bord hat, wenn man selber überhaupt keinen Plan von nichts hat. So, Mirelle, auf unser Spezielles, ne? Wenn ihr euch unsicher in einer fremden Stadt fühlt, wie ihr dem Gegenüber zeigen könnt, dass er euch nicht attackieren soll. Osterchen, ne? Digga, ist es dein Ernst? Wie nimmst du dieses Glas? Das ist doch ein Krug. Magst du einmal erzählen, was da in deinem Drink drin ist? Ich würde meinen, Juice de Pomme. Moment, was ist denn bitte hier? Ist ein Milchblatt. Aber warum ist da... Das geschissen oder warum ist da was dran? Just ignore that. Bye. Where's the mince blood? I can't see it. So, Mirelle, magst du einmal die Hand heben, dass wir zahlen möchten? Hier ist wichtig der Schwung aus dem Handgelenk, genau. Ja? Genau, genau. Ihr müsst euch vorstellen. Ich erkläre euch jetzt... Oh, ich muss kurz aufstoßen, hast du gesehen? Ich rieche. Naja, ich erkläre euch das jetzt mal Schritt für Schritt. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eure Hand, ja. Das ist eure Hand. Wieso? Aber wieso vorstellen? Das ist doch unsere Hand. Und ihr dreht sie quasi, als würdet ihr jetzt so machen. Aber ja. Ihr macht nicht so. Der Kopf bleibt hier und ihr macht... Also genau. Ein bisschen Ausschau nach dem Kellner erst halten, ja, genau. Und dann Oli. Ich habe jetzt eingegeben, wir würden gern zahlen. Irgendwas mit Möse. Nous aimerions payer. 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 That's good. Yeah. Ey, keine Ahnung, wo diese Frau bleibt. Nous aimerions payer heute noch. Mirelle und ich liegen jetzt schon im Bett. Wir sind so müde. Wir sind heute einfach wie viele Schritte gegangen, Mirelle? 26.000. Ja, zeig das mal. Ich meine, labern kann ja jeder. 26.000. Wohin? Wohin, das Junge? Euch mal auf der Zunge zergehen an. 26.000. Ja, Digga, was übertreibst du auf deine Schnürsenkel so? Mach mal so hier rein. So seit. Mach das Double-Kneiden. Nein, nicht Double-Kneiden. So. Tag Nummer 3 in Paris. Wir sind wieder ein bisschen durch die City am Bummeln und schauen und ja. Wir gehen einfach drauf los, irgendwie haben wir überhaupt keinen Plan. Ja, der Weg ist das Ziel. Ja, sagen wir immer. Das ist so unser Motto. Ja. Wir schauen, wo es uns hintreibt. Genau. Ne? Und jetzt trinke ich hier meinen Cappuccino. Cappuccino, darf ich auch mal nehmen.
Digga, was ist das? Wir sind hier in Frankreich und der weiß nicht mal, wie man Crepe fällt. Das sieht aus wie so eine voll gekackte Messer Unterhose. Oder nicht? Okay, er hat uns gerade gesagt, dass wir das selber rollen müssen. Also rollen. Hey, wir haben uns schon gewundert. Was ist denn das hier, ne? Kann ich ein Stück? Baba. Ungelogen, Leute, wir laufen so viel, dass wir uns einfach immer irgendwo kurz hinsetzen und trotzdem noch was essen. Obwohl wir gar keinen Hunger haben, egal. Und obwohl ich gerade erst gegessen habe. Lulu, Lulu. Sie will einen Raikalei abhaben. Da geht mir nicht so nah. Du siehst. Tosi, wegen mir. Ich da. Alles gut. Jedes Mal, wenn eine Biene kommt, kommt von Mirelle. Lulu? Lulu? Digga, was denkst du? Was soll ich machen? Ich kann nur so machen. Hey, hey. Mach ich doch immer. Sollen Sie was nur aus der Kamera rausholen? Entschuldigung. Ist es PCR oder Schnelltest? Entschuldigung, du kannst dir sagen, wenn du einen Hut hast, der ist total toll. Oh, ich habe so eine richtige Britney-Frisur. It's Britney. Oder Pamela? Pamela. Oh my god, I'm It's Pam. Me. Fashion, fashion, model, model, art, 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 art. Oh. Mirelle, du musst jetzt mal versuchen, mir den Eiffelturm zu verkaufen, okay? Wie würdest du das machen? 1 Euro, 1 Euro. Glitzern, mach ihn hier. Hier. 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, nur nehmen Sie. Kaufe 3, bezahle 4. Letzter Tag in Paris, fängt gut an. Mirelle hat sich erstmal deftig abgemault. Ich gehe vor ihr und höre hinter mir auf einmal nur so. Lulu! Lulu! Sie ruft mich irgendwie immer, als hätte ich sie im Stich gelassen, Digga. Was soll ich machen? Soll ich mitfallen oder was? Zeig mal kurz deine Schürfwunden. Hier. Ah. So ein bisschen mitgenommen. Ja. Ja. Was ist genau passiert, Mirelle? Ja, also du musst dir vorstellen, da war so ein Kopfsteinpflaster. Ja. Und dann stolperte ich. Ja. Und dann fing ich mich ab und stolperte wieder über meinen Fuß und dreh mich so und ruf nach Lulu. Wie geht's dir jetzt nach diesem Ereignis? Ich war erst geschockt. Ja. Nun geht's aber wieder. Okay. Ich dachte mir so, mach's mal auf schlau so, googelst mal, ob die Läden auch sonntags hier aufhaben. Also ich habe rausgelesen, dass sie geöffnet haben. Wir voll euphorisch los und dann so, ja, alles hat zu. In die Boucherie. In die Boucherie? Was ist Boucherie? Ja, oh, so einen schönen Schinkenklopper auf die Hand. Ja, ich dachte, so ein Burgunderschinken. Ach, so ein Burgunderschinken. Ach, herrlich. Alter, Paris macht mich einfach pleite. Bruder, 2 frische Mangosäfte, 14,50 Euro pro Glas. Bruder, was war da drinne? Gold oder was? Falls du auf Toilette gehst, ne? Ja. Guck mal, ob du Gold pinkelst, ja? Okay. Wer sich für 29 Euro Mangosäfte leisten kann, der kann ja auch mal in die teuerste Galerie überhaupt gehen. Zeig mal, was du drauf hast als Ballerina. Mirelle und ich haben uns jetzt vorgenommen, mal wirklich richtig entspannt und lange in einem Restaurant zu sitzen. Ne? So als hätten wir uns ewig nicht gesehen und viel zu erzählen. Ach Mensch, du, was macht denn der Micha? Erzähl mal. Der Micha, soll ich dir was sagen? Na? Der hat letztens, ne? Das glaubst du mir nicht. Oh nein, jetzt kommt Doch. Das. Du kennst ja den Micha, ne? Ja, ja. Damals, guck mal, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war ja hier schon vor... Boah, 4 Jahre? 4 Jahre bestimmt. Da war ja hier die Jule noch in der Grundschule. Wie bei dir sowas macht denn der Willi? Ach, der Willi, oh Gott. Also wir sind wirklich, wir waren ja nur letztens in den Flitterwochen. Ach nee. Wo war das nochmal? Bora Bora, wo ihr wart? Bora Bora, genau. Ja, ach toll. Genau. Und wie war's? Das war auch ganz toll. Man wurde direkt empfangen. So richtig lieb. Du, der Willi, der hat auch direkt so eine Band organisiert. Nett. Und so ein Dinner for Two, glaube ich. Mirelle und ich sind eingecheckt, alles gut. Wir können jetzt schon zum Gate gehen. Unser Flieger geht einfach erst um 20:50, es ist 18 Uhr. Ja, da kommen wieder die Deutschen aus uns raus, ne? Guck mal, mein Kinn, wie hässlich das ist, wenn ich saug. Was ist das? Neue Insecurity freigeschaltet. Was ist das? Das ist doch so, wofür man sich schämt. Das ist auf Deutsch. How we say it in German? Oh, God, oh my God, sorry, I was so long in America. I can't speak German anymore. Yeah. Ich merke schon wieder, wir sind richtig durch. 16 Kilometer heute wieder gelaufen. Junge, keine Ahnung, musst du mich im Bus stellen vor meinen Fans? Gewartet. Frag ich was anderes. Hä, was heißt denn nochmal Flugzeug jetzt? Airplane.
Ey, ich hab mich gerade erschrocken. Was ist das denn nun? Alter. Nee, das schneide ich nicht rein. Nee. Kann ich mich vielleicht mal an deine große Schulter legen? Jetzt an meine muskulöse. Ja. Goodbye, Paris. So, back in Germania. Das war's mit unserem Vlog. Tschüss.